Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe mir dann doch noch mal ein paar Seiten rausgesucht. Ich habe ja noch ein bisschen. Ich finde es schade, ich finde es wirklich schade, dass wir immer noch, auch nach einem Hinweis von mir, immer noch darüber reden, wie wir Löcher von früher stopfen, statt darüber zu reden, hauptsächlich darüber zu reden, was wir in der Zukunft machen. Und da vorhin gesagt wurde, der Vorlesetag war im November und über die Märchenstunde haben wir hier schon beim letzten Plenum geredet, erzähle ich jetzt auch eine kleine Geschichte. Und zwar eine konstruktive und eine Geschichte, die einen Blick in die Zukunft richtet. Ich möchte Ihnen schildern, wie wir Piraten uns die Zukunft in diesem Land vorstellen. Und wenn man vorliest, dann möchte man meistens, dass jemand zuhört. Also nach meinem Gefühl wird es immer lauter, obwohl ich nicht sage. Okay, die Präsidentin sagt, es ist nicht so laut, dass ich nicht reden kann. Muss ich eben ein bisschen lauter reden, vielleicht hilft das ja. Also, stellen Sie sich vor, ich bin Peter, 28, komme aus Dortmund. Es ist Montag, 7.30 Uhr. Meine Tochter und ich machen uns auf den Weg in die beitragsfreie Kita. Du, Papa, wofür war noch mal der große Turm da vorne? Ich erkläre meiner Tochter, dass die Menschen früher gezwungen waren, ihren Lebensunterhalt mit Kohle und mit Stahl zu verdienen. Zum Glück sind diese Zeiten vorbei. In der Kita nimmt sich der Erzieher dann noch kurz Zeit und zeigt mir einige der digitalen Neuerungen. Meine Smartwatch, die piept und die signalisiert mir, dass gerade mein Auto vorgefahren ist. Ich mache mich auf den Weg, steige in das autonom fahrende Elektroauto. Das Auto fährt nochmal bei mir zu Hause vorbei, ich hole meinen Sohn ab und wir fahren zur Schule. Mitnehmen tun wir nur ein Tablet und eine Brotdose, denn mehr braucht es ja nicht in der Zukunft. Und ich denke zurück an meine Kindheit und an diese Tornister, mit denen wir immer rumrennen mussten und die so schwer waren. Bevor ich dann zur Arbeit gehe, geht es auch kurz ins Café. Die Inhaber Kamil und Basima, mit denen schnacke ich noch ein bisschen über früher. Das waren schwierige Zeiten damals, als die beiden mit dem Train of Hope aus Syrien gekommen sind und nach Deutschland gekommen sind. Ich logge mich im Café ins WLAN ein, natürlich Freifunk. Und nach langem Hin und Her hat es unser Land ja geschafft, dass wir endlich 50 Mbit in der Fläche zur Verfügung haben. Wir haben vorhin drüber geredet. Glasfaser gibt es, naja, bald. Ich bestelle mir über die App ein weiteres Auto. Ich fahre zu meinem Coworking Space, wo ich auf dem Weg dahin mir auf meinen Smart Glasses einen Überblick verschaffe über die aktuellen Nachrichten. Schön ist, dass Rheinmetall verkündet hat, demnächst stellen sie nur noch Spielzeug her, weil der Waffenmarkt international ist versiegt. Jetzt wird es langsam Zeit, etwas knapp. Um 12 Uhr habe ich eine Verabredung mit Juri, das ist mein Partner in Moskau, mit dem arbeite ich an einem 3D-Modell. Zum Glück ist mein Anschluss am Coworking Space am schnellen Glasfasernetz. Dann gehe ich kurz was essen. Was ist jetzt los? Der Freifunkrouter funktioniert hier nicht. Ich melde diese Störung und bekomme sofort die Rückmeldung, dass sich jemand auf den Weg macht. Das Problem wird behoben. Wieder am Arbeitsplatz erhalte ich eine Nachricht von meinem Sohn. Die letzten beiden Stunden fallen aus. Ich rufe meine Frau an. Der Sekretär meldet sich. Und er sagt, dass sie in einer Online-Konferenz ist. Wird nichts, wir schaffen es beide nicht, meinen Sohn abzuholen. Also schicke ich ihm eine kurze Nachricht, er soll mit dem Bus nach Hause fahren. Gott sei Dank ist der ÖPNV inzwischen fahrscheinfrei und das ist alles kein Problem mehr. Ich erledige kurz so einige Sachen, dann rufe ich mir ein Auto, hole meine Tochter pünktlich aus der Kita ab, bringe sie nach Hause und treffe mich mit einem alten Freund. Der erzählt mir, dass er vor fast 2 Jahren seinen Job aufgegeben hat. Und er kümmert sich jetzt Vollzeit um seine Eltern zu Hause. Das ist möglich,
dank des bedingungslosen Grundeinkommens, und das ist kein Problem mehr. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das Klingeln, das zweimalige, war kein Bestandteil der Geschichte, die gerade vorgetragen wird, sondern der Hinweis, dass es jetzt wirklich so laut geworden ist, dass man es nicht mehr übersprechen kann. Also Sie sind ja gerade alle rausgegangen. Vielleicht gehen Sie eben raus, lassen Sie sich Bescheid sagen, wenn ich fertig bin. Wenn Sie nicht zuhören wollen, kommen Sie wieder rein. Ansonsten guten Appetit wäre auch noch eine Möglichkeit. So, die Frau meines Freundes hat übrigens damals, als es diesen großen Fachkräftemangel gab in der Pflege, umgeschult und arbeitet jetzt Vollzeit, und das sind 25 Stunden die Woche, in einem der vielen modernen Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen. Und überhaupt, die Pflege. Seit einigen Jahren werden Pflegeberufe auch entsprechend bezahlt. Für viele junge Leute ist es attraktiv geworden, in der Pflege zu arbeiten. Viele der schweren Arbeiten werden nämlich inzwischen von Pflegerobotern übernommen. Den Menschen kann das nicht ersetzen, das ist richtig und das ist auch gut so. Überhaupt, der Arbeitsmarkt hat sich so rasant entwickelt. Viele Ängste hatten wir damals, 2016. Die Arbeitsplätze würden wegfallen. Die Politik hat sogar versucht, die Digitalisierung zu bremsen, statt sie zu nutzen und zu fördern. Zum Glück hat sich das geändert. Automatisierung und das bedingungslose Grundeinkommen haben viele, viele Freiräume geschaffen. Das sind Freiräume, um kreativ zu sein. Freiräume, um soziales Engagement zu leisten, und zwar ohne Existenzangst zu haben. Armut, Kinderarmut gar, die gibt es nicht mehr, denn 2020 wurde Gott sei Dank eine echte Kindergrundsicherung eingeführt. Der Armutsbericht, den hat man letztes Jahr abgeschafft, weil Armut in Deutschland in der Breite ist einfach kein Thema mehr. Mein Auto fährt die letzten Meter. Ich habe nebenbei meine Steuererklärung erledigt und sie online eingereicht. Wenige Minuten später liest dann das Radio im Auto den eingegangenen Bescheid vor. Die Rückerstattung ist gerade schon auf mein Konto überwiesen worden. Wir kommen zu Hause an. Wir steigen aus. Das Auto fährt selbstständig weiter. Mein Sohn ist seit einer halben Stunde zu Hause, und dank der Abschaffung von G8 ist mein Sohn noch nicht mehr dem Stress ausgesetzt und hat gleich Zeit, zum Training zu gehen. Vielleicht trifft er sich davor sogar noch mit einem Freund. Wir recherchieren noch gemeinsam für ein Referat und laden aktuelle offene Bildungsmedien auf sein Tablet für morgen. Meine Frau kommt mit meinen Eltern nach Hause und wir genießen den gemeinsamen Nachmittag. Am Abend treffe ich mich noch mit ein paar Freunden und wir arbeiten gemeinsam an einem freien Smart-Home-Konzept. Wir wollen ein paar Studien verschiedener Universitäten einfließen lassen, die auf der Bildungsplattform Open Access NRW durchgearbeitet werden können. Dabei hilft uns der Nachbarsjunge, der ist 15, und dank Pflichtfach Informatik ist er uns in vielen Punkten ein gutes Stück voraus. Manchmal schaue ich neidisch zurück. Wie gut es uns doch plötzlich geht. So wenig Neid in dieser Gesellschaft. So viele IT-Experten, um die Sicherheit unserer Infrastruktur zu gewährleisten. So eine zukunftsorientierte und beitragsfreie Bildung unserer Kinder. So ein geiles NRW. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Marsching.